Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, mit 1.0 Part 2. ich habe jetzt hier jo, online wieder Zyklus, diesen ja, Charakter im glaub, 136. Part, also dem letzten Part, jo, gelevelt und jo, habe diesmal hier noch Blut entreißen genommen. Jo. Und ja, jetzt versuchen wir einfach ja, weiterzukommen. Also weiterzukommen. Das ist ja einfacher als der Falconier. Also der ja die Hüter, nein nicht die, also ja einfach die Rangerin auf Englisch. Ja. Das ist der deutsche Name nicht immer sofort. Und jo, wir machen ein Beet, der ziemlich ja, gut zum Leveln ist und dann später auch ein bisschen abgeht. Bei einem Falconier im Livestream, den spiele ich immer im Livestream, werde ich mal ein Bild nehmen zum Schnellleveln, also wirklich Schnellleveln. Und ich versuche einfach mal genug Mana zu haben, ich denke schon, dass es geht. Wenn man die Items ein bisschen auf Mana-Regeneration macht. Jo, werden wir dann sehen. Aber es ist jetzt gerade wirklich, also gestern sehr aufgefallen, dass das Spiel anfangs viel schwieriger wurde, fast schon ein bisschen zu schwer. Aber das ist mittlerweile mit ihr nicht mehr so der Fall. Ich habe so bis da ich da so eine Wache retten musste, eigentlich Probleme gehabt, ob da nicht mehr. Das ist. Es geht ihr gut. Mit der Charakterklasse geht es gut. So, aber dennoch sind manche Gegner natürlich viel zäher, wie zum Beispiel diese Rindviecher. Und ja, es gibt halt immer sehr lange Ladezeiten zwischendurch. Also ihr habt ja jetzt ein Video, nicht mehr den Livestream und könnt auch einfach kurz überspringen, was es einfach zu lange geht oder ihr nicht sehen wollt, den Ladebildschirm Simulator 1.0. Aber das liegt an den Servern und ja, war im letzten Part ja nicht der Fall, weil wir offline gespielt haben. So, der Schaden ist natürlich noch nicht so hoch bei Blut entreißen. Dafür ja, schon bei anderen Spirit, der Geist oder so. Geister, genau. Ich will ein bisschen noch Geld verdienen. Ich habe zwar viel bekommen durch ein Schrein, aber ich nehme lieber die Sache noch ein bisschen mit. Okay, hier haben wir Mana-Kosten drunter, brauchen wir aber nicht. So, ein Fernkampf, das war wichtig. Jetzt machen die Geister Geschosse. Physischer Widerstand, gut. Gibt uns mehr Ausrüstung. Außerdem ist endlich das Bienencode versenken aus. Also sie werden allen die Bienen geben. Es war ein großer Fehler von den ja, 11 Hours. Und ja, mich hat es auch ein bisschen gestört, das stimmt. Weil alle haben auch in den Chat unten links das gepostet und ich weiß nicht, wie so Entwickler das überhaupt machen. Als würden sie irgendwas an dem Spiel triggern wollen oder so. Und ja, Code versenden, hey, das ist der größte Spam. Jeder hat 3 Codes zur Verfügung und bekommt dann immer mehr Bienen pro Code oder die 3 verschiedenen Bienenschwärme. Zuerst sind es 3, dann sind es wahrscheinlich 6 und dann 9 oder 12. Und daher mussten alle 3 Codes kriegen und die musste man hier ein Freund werden eingeben. Hier sieht man sie auch. Das sind 7 sogar. 7 und sogar 6, 12. Okay, ja. Wie gesagt habe. Aber das muss man nicht mehr machen. Also bitte aufhören damit. Ich weiß, es ist schon ein Riesenspam. So viele Spiele spielen das Spiel. Gestern Abend, bevor um 11 Uhr unten aus die Server nicht geladen haben, also dran fast, waren 127 online. Ganz am Anfang, am ersten Tag, waren es 140.000. Und das ist für so ein kleines Entwicklerstudio, unerfahrenes Entwicklerstudio, immer noch viel zu viel. Sie machen Fehler, das muss man verstehen. Und ja,
Ist halt nur mal so. Oh, Knochengolem beschwören. Komm, wir machen das. So. Den Fluch brauchen wir später auch, aber den brauchen wir jetzt noch nicht. So. Okay. Sehr gut. Die Items kommen langsam. Und so. Ich denke, sonst ist der Start eigentlich ziemlich gut. Also sie haben viel gemacht, das freut mich. Ich bin sehr motiviert. Ich bin ja schon mit dem Falcon hier in der Hälfte von Akt 2. Und da habe ich so das Gefühl, ist es noch ein bisschen zu leicht. Weil wir haben dann schon wieder bessere Items und da müssen mehr Gegner besiegen. Es, ja, wir werden wieder zu schnell starten. Und dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell wieder schwieriger. Und dann mal schauen, was dann so ist. Aber dass die Gegner mehr Leben haben, das ist wichtig. Das ist das Wichtige. Und je nachdem, wie man gut ausweichen kann, hat man es auch leichter oder schwerer. Jo. Also da müsste ich euch einfach ein bisschen angewöhnen an das Spiel, an den Schwierigkeitsgrad. Wie ist es, wie viel kann man wagen? Ich nehme jetzt diesen Zauberstab wegen den Mana-Kosten. Schäden, Schaden brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Ja, mache ich doch die halt LP weg. Und ja. Sieht sofort tot. Die haben sonst so viel Leben. Diese Phönixe. Ja, ich muss noch mein Video hochladen und dann muss ich leider schon wieder zum Vater. Heute gibt es leider keine Livestreams. Also vielleicht doch am Abend. Ich werde Last Epoch livestreamen. Aber es ist schon halt wieder. Ja, sehr wichtig, meinem Vater helfen. Ich muss es eigentlich nur ein- oder zweimal pro Woche. Die Pflege und alles, wenn man so herzkrank ist, dann hat man immer wieder die Probleme. Das Herz getötet und so. Vorhofflimmern und alles. Kämpfe. Da ist leider mein Vater betroffen. Hier ist ziemlich viel los, also die Gegner kommen recht schnell und sind zäh. Und haben auch zwei schlimme Modifikatoren. Aber easy. Fast geschwindig. Blitzwiderstand brauchen wir momentan nicht. Ja, es ist nicht, aber ich nehme es mit. Okay. Physischer Widerstand brauche ich, glaube ich, jetzt nicht gerade so viel. Feuerwiderstand dafür. Na, jetzt kommt ja der Boss. Und der macht, ja, mit diesem Hauch und mit dem Sturzflügen und so, macht Feuerschaden. Und die sind ja stark und nicht die Nahkampfattacken und so. Habe ich eigentlich den Sprung, ja. Nein. Es wird sicher immer mehr Spaß machen, das Spiel, wenn dann die Fraktion da ist. Und ihr wisst ja schon, in Monolith macht es sehr Spaß. Ich laufe, ohne dass ich drücke. So, also. Wenn du schon so angreifst, falsche, ganz falsche Richtung, dann kannst du doch nur verlieren, du kleiner Angeber. Ich bin so ein kleines Baby, das nach den Spielsachen. Die Spielsachen haut. Ja, komm jetzt runter da. Was ist das für ein Angriff? Der macht eigentlich mal scharf. Ah, Feuerbällchen. Also, es ist
Er wurde zwar ein bisschen spektakulärer jetzt so von der Grafik her, aber den hätten sie auch viel stärker machen können. Das ist jetzt ziemlich, naja, einfach nur nervig, dass er überhaupt da ist. Ja, mir wird gemobbt. Und der wird auch gemobbt, ey. Das ist der schlimmste Decker Kane, den ich je gesehen habe. Die ganze Zeit ruft er noch um. Naja, es gibt auch tolle Leute, also ein bisschen. Also für mich ist wirklich Akt 1 der schlimmste Akt, einfach von den Voice und den Tutorial-Texten ständig. Die wurden ja noch größer und so. Ist mir eigentlich ziemlich am nervigsten. Möchte ich einfach so schnell wie möglich hinter mich halten, bringen. Und jo. Und einfach so die Ladezeiten manchmal gerade. Akt 2 war ja besser mit den Ladezeiten, bis wir da... die erste Hälfte gemacht haben und dann ging es einfach nicht mehr. Aber scheinbar sind es immer andere Server und ich weiß nicht, was sie da gedacht haben, als sie das entwickelt haben. Wer das war, das muss irgendwie ein Programmierer gewesen sein, der das gemacht hat und nicht gedacht hat, dass das Spiel mit mehr Erfolg haben wird. Und scheinbar können sie es nicht so schnell umändern. Also diese Ladezeiten kommen einfach wegen den Serverwechseln. Wieso hat er so komische Rüstungen? Ich glaube, das ist Premium oder Ultimate, wie das heißt. Sieht mir ein bisschen zu lila leuchtend aus. Würde ich nie tragen. Bin doch ein bisschen maskuliner. Aber ja, ist ja okay. So, bitte laden Sie. Lade Bildschirm Simulator 1.0. Ja, jetzt ist wieder ein Serverwechsel und muss alles wieder gecheckt werden. Könnte ja sein, dass ich währenddessen hacke. So gut wie ich hacken kann. Die Musik zu hören. So, danke schön. Hey jo, ging gar nicht mal so lange wie gestern. What just happened? Ein Gött. Ich habe ein Gött. Fascinating. Different, but somehow the same. Jo, und jetzt den Schaden endlich. Jetzt können wir Schaden abbauen. Ja. Golem. Der rast und rast. Aber wieso tun Pets manchmal in einen reinrennen? Also würden sie irgendwie denken, so, ja, ich muss jetzt zum Spieler. Ja, und der Spieler. Ryan. So einen riesen Ansturm möchte ich jetzt nicht unbedingt haben, wenn du zurückkommst. Kleiner Golem. So, der Fete ist gar noch nicht drin. Ich kann ein bisschen, was ich mache. Ja. Der letzte Gegner vor diesem 8 und 6. Ja, ich habe so gedacht, ich nehme alle Items mit, damit ich ein bisschen Geld habe. So, aber kurzen Moment. Lootfilter, Titel. Was ist für ein. Was ist mit Skill oder so? Chaotic Fissur.
Tonic. Nein, ich will Clipboard, Ingame, Einstellungen, Hit importieren. So, ist glaube ich Feuerschaden. Ja, muss Feuerschaden sein. So. Hm. Ich hatte eine ganz andere Stimme jetzt. Ui, hier ist jetzt cool. Ja. Blut und Sauber ist cool. So, ich muss natürlich das andere nehmen. Das Blutsplatter. Und zwar das linke. Das rechte, aber ich habe jetzt mal das rechte genommen, damit wir schon 100% haben. Haben dafür aber viel Mana kostet. Also ja, genügend Mana haben wir. Und das ist wahrscheinlich im Endgame dann nicht mehr so toll. Also dieses Tonic-Fissur wird wahrscheinlich sehr viel Mana kosten. Da müssen wir schauen, ob es wird sehr stark sein. Terra, watch over you. Und das bekommen wir hoffentlich ganz am Anfang. Jetzt muss ich doch einen anderen Bait mal benutzen. Und beim Falcon hier in den Livestreams am Abend und am, ja, jetzt wird er zum Beispiel am Abend, morgen wahrscheinlich, ziemlich den ganzen Tag, also vielleicht am Nachmittag ein bisschen nicht, werde ich dann jo, auf Giftfläschchen umstellen. Der ist nämlich gut zum Leveln. Diese Feuerfalle, die tut dann diese Fläschchen werfen und da muss man dann immer nur eine Falle legen. Es geht aber dann ja so schnell wie möglich drei Fallen auf einmal zu werfen. Ja, wird sehr ein cooler Bild, wird sehr schön aussehen. Ja. Ja, reden wir noch ein bisschen weiter. Also es gibt schon coole Builds, vor allem vom Schamanen Gathering Storm. Hört sich sehr, sehr motivierend an und stark. Also wenn wir gerade nicht so Lust haben oder so Falconier, können wir einen Gathering Storm Schamanen machen. Aber während dem Let's Play möchte ich doch ein bisschen länger Warlord sein bleiben. Ja, Warlock. Das habe ich falsch gesagt. Und ja, schauen wir auch mal Forge Guard dann an. Ja, wir haben ja genug Zeit, bis das nächste Update wieder kommt. Und eine neue Charakterklasse kommt jetzt sicher wahrscheinlich auch längere Zeit nicht mehr, leider. Also es kann nochmals ganz neue Charakter geben. Aber wahrscheinlich kommen zuerst mal die Frau- und Mann-Auswahl und so. Also die Server machen wieder Probleme, die Leute sind wieder online. Server-Switches sind wieder da. Na gut. Weiße Toblerone. Ist so lecker. Aber die Folien sind so schlecht. Jetzt geht wieder gar nichts mehr, dankeschön. Ich möchte gerne auf den Bus gehen. Können Sie sich ein bisschen beeilen, liebes Spiel? Liebes Server. Ich bin schon seit 4 Jahren für euch Videos am machen. Bitte gebt mir einen Extrazug.
Lade BGM Simulator 1.0. Wie sie diesen Ball in den Händen schwingt. Das Tor ins Ungewisse. Ladezeiten. Sie dauern. Also ich finde den Szepter irgendwie so ein bisschen spielzeugmäßig leicht. Der Ball ist natürlich irgendwie, ja, wahrscheinlich durch den Widerstand, also weg, dass der Widerstand weg ist, ist eigentlich ja, gewichtslos. Komm jetzt. Leider können wir nicht einfach raus, weil wir dann wieder ganz am Anfang stehen. Wir müssen dort auch wieder laden, bis wir da drinnen sind. Ja. Doch jetzt geht's endlich. Aber jetzt sind wir wahrscheinlich auch wieder hierher. Ja, sie haben immer wieder Probleme. Ich kann es ja. Okay. Wenn es jetzt hier länger gegangen wäre, hätte ich nachschauen können, ob ich das zeigen kann. Yes. Sie machen das eigentlich immer direkt im Discord-Forum. Eben. Weil es mal wieder Probleme gibt und so. Gut, dann können wir doch noch ein bisschen weiter zocken. Und ja, heute Abend geht wieder der Falcon hier weiter. Auch schon ziemlich geil zu spielen. Natürlich sind es halt einfach nicht so neu. Ich bin ja erst auf Level 17 ungefähr dann. Jo. Wir müssen bald da Geister wegmachen. Damit wir ja auch genug viel Spell haben. Das finde ich so cool. Jetzt muss ich schauen, was passiert. Okay. Die Arme überhaupt. Ah, ich habe den gar nicht angeredet. Hey du, ist nicht so sichtbar, Quest. Zeiger. Das haben sie weniger gut gemacht. Die Questzeiger sollten sichtbar bleiben. Und nicht so mega vernebelt und ja, verliert. Also diese Säulen, die haben viel mehr davon. Ist cool, dass sie so Sachen eingebaut haben. Sieht auch mal was. Farewell. Oh, das ist ein großes Problem. Schlafen. Boina. At Boina. Ist auch wieder das Französisch. So muss man richtig aussprechen. Französisch ist eine Sprache, wenn man das nicht richtig ausspricht, dann tönt es einfach nicht gut. Wir haben kein Pardon. Scheißdreck nochmal. Haben meine Mitschüler immer wieder gesagt. Sie mussten alle Französisch. Ich war der Einzige, der es irgendwie sehr charmant und so gefühlt hat, aber ich weiß nicht, Deutsche haben irgendwie gegen Französisch immer Probleme. Also gegen Französisch. Also sind sie immer sehr wütend. Meine Schwester auch. Ich kann keinen Franzosen oder Wattländer und so, Welschländer. Also Wattländer ist ja das andere, das was in Deutschland so Problem war. Sorry für die Wattländer. Aber ich habe es falsch ausgesprochen. Auf Hochdeutsch. So. Also das ist alles die französische Schweiz, also die Westschweiz. Das ist das Welschland. Nicht das Wortland. What the fuck Land? Nein. Stay safe. Ich spreche nur Stutz. Stuss. Nicht ernst.
bin ja nicht irgendwie böse auf andere Zivilisationen. Ich bin also alle herzlich willkommen heißt. Da muss ich nicht anfangen mit irgendwelchen schwarzen Humor. Wo geht's hier rein? Hexenhäuschen. So, da kommen die nächsten Dinge. Gleich jetzt. Wie bei einer Party. Wandelnde Geister ist halt schon ein Spell, der Gegner braucht. Und wenn man am Anfang so wenig Gegner hat, dann können die Geister gar niemanden abschießen. Diese armen Geister. Ich habe gestern im Livestream gesehen, es gibt ein Item für den Falconier. Ziemlich geil aussieht, also geil nicht, also vom Optisch, aber ich denke es ist sehr stark und ich habe es einfach nicht anschauen wollen, ich weiß noch nichts darüber. Ich will mich überraschen lassen, aber es gibt noch einen Helm für den Warlock, wo, ja nein, für den Necromancer, genau, der auch ziemlich geil ist. Also vor allem auch geil aussieht, weil es so ein Schädel ist, der kaputt ist. Sieht ziemlich geil aus. Aber jo, wir können auch mal so ein Beet umbeben. Einen eigenen Beet. Kommt wahrscheinlich noch nicht so früh einen über diesen Helm. Und wir müssen ihn zuerst finden. Deshalb spiele ich ja hier auch Zyklus und ohne Solo-Safe. Okay, wir haben das erste Unit gefunden mit diesem Charakter. Sonst habe ich ja das Buch mit diesen Elementarchancen gefunden. Ja, es bringt uns echt nicht viel. Okay. Was reden die da? Ah, Dungeon Switch. Ja, es war Microsoft Studios. Game Studios, so wie es hieß. Ziemlich cool. Nein, auf der PSP habe ich es nicht gespielt. Auf dem PC habe ich es gespielt. Jo. Physische Schaden würde gehen, aber würde lieber zwei Schaden. Doppelt so stark ist. Brücke sieht cool aus. Alles aus dicken Baumstämmen gemacht. Ganz easy. Jo. Jetzt kommen wir langsam zum. Jo. Nein, das ist schon der zweite Akt, oder? Ja. Aber einfach zum nächsten Gebiet. Schön, schön. Kommt ein kleiner Boss. Ich glaube, ich tue die Truhe trotzdem holen. Geht ja easy. Also, hier sieht es aber wirklich schön aus mit den Lichteffekten. Wunderschön gemacht. Und auch dieser Platz ist jetzt ziemlich neu. Also, okay. Wurde neu eingefügt. War, glaube ich, ein Steinboden. Riesiger. Mit diesen Sachen noch drauf. Der Schrein. Kommt der Opus. Tut ihm mehr gut. Er macht fast gar keinen Schaden. Hm.
Wie immer müssen wir aufräumen. So, im nächsten Part machen wir hier weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss.